Ha, und weitergesprungen in etwas kurz online. Und der stille Wächter ist anscheinend immer noch tot. Also, ich denke mal, wir werden weiterhin auf ihn verzichten müssen. Ich bin mir übrigens immer nicht ganz sicher, ob ich ihn wirklich besiegt kriegen würde, aber das ist ja ganz normal. Gut, gehen wir wieder in die nicht weiter benannte Zahnmeer, die wahrscheinlich die stillen Hallen selbst darstellt. Warum wollen wir die Viecher hier nicht die ganze Zeit gegeneinander kämpfen, ne? Deswegen ist es auch mal genau ein argonischer Behemoth ist. Ich schleiche mich jetzt hier einfach mal durch. Ich glaube, wir haben relativ wenig Grund hier, um welche Dinge zu tun. Was ist das hier? Das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein... Also wie ein absichtlich aufgerichteter Altar, obwohl es dann doch wieder auf der anderen Seite ziemlich überwachsen aussieht. Nun gut, wie muss sein. Die Rollstuhlrampen... Also ich finde es auch sehr schön, dass diese Rampen hier alle rollstuhlgerecht sind, ne? Obwohl ein bisschen steil sind sie vielleicht schon. Warte mal, kann ich hier ein Interface ausblenden? Wenn die dummen Pflanzen hier nicht leuchten würden, wäre es irgendwie schöner, ne? So, wer ist er da vorne? Cool. Gut, dann tun wir mal so Bastians Ausrüstungspunkte. Ich muss nämlich mal mit dem Händler reden, ist mir so aufgefallen. Mal gucken, ob ich irgendwo einen Heilungsstab für ihn rankriege. Obwohl wir ja gesehen haben, dass er ja durchaus einiges an DPS zu bieten hat, der gute Bastian. Ne? Also vielleicht ist es gar nicht so notwendig. So. Ist er noch nicht tot? Na gut. Weiter. Das ist so viel Kleinzeug hier, das ist schrecklich. Das ist verdammt. Ja. Verdammt, der öffentliche Verlies, da kommst du. Das ist so schlimm. Teilung muss sagen, dass wir eigentlich immer noch in dringendster Mission nach den, wie hießen die gleich nochmal, die Gulzahn sind. Gulzahn. Die. Lasst euch nicht unterkriegen! Natürlich nicht. Ich lass mich nicht unterkriegen. Ich bin auch schließlich unbesiegbar oder so. Oh ja, Würger, waren das nicht die vier, die mich durch die Ding gezogen haben? Ja. Da ist es schon passiert. Ich mag die Viecher nicht. Wie kann die aber eigentlich überhaupt funktionieren? Welche biologische Lücke die füllen? Das ist die Lücke der nervigen Pflanzen. Was ist denn das hier für ein riesengroßes... Oh, warte mal, hier ist irgendwas mit einem großen Lebensmotorbalken. Das gefällt mir. Ich bin allein hier, ne? Das ist nicht so gut. gibt's hier irgendwas zu lesen? Was sonst... nein. Die Wurzelflüsterin. Hat eigentlich unser bester Kumpel der Dings? Ihr wartet auf mich? Ich dachte, ihr würdet die Führung übernehmen, da ich ja nicht das Geringste über die Erkundung von Ruinen weiß. Keine Sorge, ich bleibe euch dicht auf den Fersen und lausche nach fiesen Pflanzen, die versuchen, uns zu überrumpeln. Das ist tatsächlich eine echte Bedrohung hier. Ne? Dann engagen wir mal die Wurzelflüsterin und hoffen mal... Warum habe ich eigentlich das, den Ult auf beiden Dingern? Warte mal, ich muss jetzt kurz mal, bevor wir hier loslegen. Ich habe doch hier dieses Unterdrückungsfeld. Warum habe ich denn das jetzt auf beiden Seiten? Weil damit wollte ich jetzt nämlich eigentlich gerade eröffnen. Ich werde meine Pflanzen mit eurem Blut gießen. Ich hoffe nicht. Das Feld hier sollte mir nämlich die notwendige Zeit verschaffen, die ich brauche, um hier wirklich Quatsch zu machen, weil das... Hält ja hoffentlich sie davon ab zu zaubern, also nicht wirklich, weil das hat offensichtlich nicht geklappt, weil sie ist weg. Wo ist denn jetzt? Also zumindest steht es im AOE. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und wir sind ja sowieso nie wieder alleine unterwegs, ne? Das ist ja. Obwohl, naja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich Bastian wirklich mitnehmen würde. Ich bringe ja doch gelegentlich Leute um. Aber er hat halt eine Quest, das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall erstmal leveln. Der Kampf ist jetzt auch nicht so hart gegen sie. Hier. Also sie hat auch nur zwei Dinger. Ich glaube, das Vieh draußen, der stille Wächter, da waren drei so eine Böbbeln dran oben am nächsten Balken. Und der hier hat doch... Oh, Bastian Halex ist tot. Oh, muss ich jetzt wieder beleben? Nimmt der mir das übel, wenn ich ihn hab sterben lassen? Bastian, du brauchst halt einfach mehr Self-Sustain. Das wird hier auf dem letzten Jahr noch hart, oder was? So, was? Ernsthaft? Jetzt kriegst du mir 12.000? Nein! Nein! Wirklich? Oh, ist das ein Scherz! Ich hab vergessen, den Pott zu schmeißen. Jetzt muss ich sie wirklich nochmal komplett umhauen? Oh, mein. So was Dummes. Ich glaube, ich hätte ihre Bodeneffekte nicht ignorieren dürfen. Vor allem, sie hat nichts mehr gehabt. Das waren 3000 HP. Die Pflanzen, sie dürsten. Ja, nichts tun hier. Hier, guck mal, hier, bumm, AOE, nochmal AOE, nochmal AOE. Und jetzt, mach mal eine Außenperspektive, sonst... Ich sehe leider hier so viel Eis auf dem Boden, dass ich, glaube ich, sogar zaubere. Dass es halt mir ein bisschen schwerfällt hier irgendwie. Mal, bringt das hier was? Ich das hier mache, das komische Feld? Das hält sie ja nicht wirklich vom Zaubern ab, aber glaube ich ihre Ads, ne? Das, weil die Ads machen jetzt nämlich gar nichts mehr. Die stehen jetzt nicht nur doof rum, weil es betäubt ja auch.
So, ne? Hier machen wir mal alle AOE so schon. Ja, diesmal läuft es wesentlich besser, ne? Okay, Bastian ist schon wieder tot, aber davon einmal abgesehen. Geht doch. Ich weiß gar nicht, was mein Problem war. Da muss ich ihn jetzt selber wieder aufheben. Oh, Schulterschütteln des Moorräubers. Och nein. Nein! Ach Mann, das ist. Ich war ja immer. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich nicht beim Händler war in letzter Zeit. Und Bastian kommt wieder von alleine hoch, das ist ja schön. Was habe ich denn noch hier Wertloses? Das da. Die ganzen Handwerksstile. Die wollen doch nur, dass ich Premium kaufe. Was? Warum? Warum lootet das Spiel mit Priorität den weißen Scheiß? Ich hab grad. Oh! Warum? Wie dumm ist denn das? Warum lootet das Spiel die weißen Dinge als erstes? Wofür denn? Das könnte nützlich sein. Ja, genau. Es ist ein bisschen bedauerlich, dass er nichts tragen kann, ne? Da war Lydia immer besser. Die hat zumindest geschworen, meine Bürde zu tragen. Was haben wir hier denn? Oh, was ist das Schönes? Ein Voriplasma. Noch mehr Voriplasma. Oh, das sieht. Was greift denn das? Keine Gnade! Ach, das ist ein großes Voriplasma. Ach so. Das war an der Wand dran. Das ist ja witzig. Ich mag riesengroßes Voriplasma. Also, wirklich. Ich mag ihn ja auch nicht, aber. Das sah trotzdem sehr interessant aus. So, pass auf, das blutet wieder irgendwas. Fett. Na gut, das will ich nicht haben. Voriplasma für Leichen. Wie auch immer das funktioniert. Hey, Bastian hat das gelevelt. Wuhu. Warum levelt ihr eigentlich, nachdem ich gerade, also, das war ja, bevor ich den ersten Gegner umgeht. Faszinierend oder nicht? Na gut, wir sind ja unter anderem auch deswegen hier, sag ich mal, ob es irgendwie irgendwas losfängt. Ich meine, ich habe tonnenweise weißen Scheiß hier bei, den ich auf jeden Fall rauswerfen kann. Wo ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen muss. Aber trotzdem, das ist jetzt sehr nervig, weil ich bin natürlich auch wie immer gierig. Ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten mit, irgendwie Sachen über Bord zu werfen, die halt irgendwie nochmal nützlich sein könnten, ne? Also gut, die ganzen Handwerksstile hier eh nicht so doll. Ich wollte mich doch damit auseinandersetzen, wie man am besten. Ach Mist. Am besten Sachen braut. Es sammelt sich auch an, der Trödel, ne? Das ist ja wahrscheinlich Absicht. Also sie wollen ja, dass ich Premium kaufe. Oder wie heißt das hier? Wie auch immer das heißt. Das Veteran-Premium irgendwas. Helden-Dingsbum. Falle. Damit ich schön die Handwerksmaterialien nicht mehr sortieren muss, sondern dass sie ein eigenes Dings kriegen. Ich glaube, ich könnte sogar meinen Inventarplatz nochmal erweitern. Das würde halt bloß unnötig viel Geld kosten. Aber mittlerweile habe ich hier wieder ein bisschen was. So mit Zahnkrieger? Oder gegen die, haben wir schon mal gegen zu Zahnkrieger? Das ist nämlich ja den vorbeigerannt, ne? Steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen, euch nicht zu rühren? Ich habe mich entschlossen, mich nicht zu rühren. Das ist ein Ding, was ich tue. Und wenn das eigentlich will, wenn ich im Kampf Blut sauge? Ich meine, das ist immer eine vampirische Fähigkeit, ne? Ne, scheint mir ziemlich egal zu sein. Hm. Und wir finden noch mehr Fett. Lebensmittelkenntnisse 1. Hm. Schön. Das Schlimmste ist auch, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie Handwerk zu machen. Für den Ruhm! Echt? Ich weiß nicht so richtig, ob man, also wenn man so alleine in so einem Dungeon unterwegs ist, ob man da wirklich Ruhm erlangen kann. Weil wenn wir jetzt nicht gerade jede Menge Trophäen und Schätze mitbringen, Ruhm bei wem? Also wir können ja noch so eine ruhmesreiche Kriegerin sein. Aber wenn keiner davon weiß, dann bräuchten ja irgendwie Zeugen, die davon nur erzählen, oder? Oh, ein Warmasu. Oh. Wortschuh der Bestienbrecher. Was? Wie jetzt? Aber ich begehrt. Was? Achso, das ist der neue Warschuh der Bestiebrecher. Hä? Aber warum? Wie jetzt? Kann ich das verstehen? Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ah, da. Ich muss ihn mal kurz mit meinen Single-Target-Spells anvisieren, sonst ärgere ich mich gleich ganz schön. Also die ganzen Typen hier sind natürlich optional und haben, außer glaube ich ihren Namen, keinerlei Lore angebunden. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass die interne Zenimax D&D-Gruppe durchaus ein paar Namen für diese Typen hier hat. Also dass sich dazu noch was ausgedacht hat. Zu diesen
was für den einzelnen Typen, die in solchen Dungeons hier rumstehen. Das zieht sich hier übrigens gerade ganz schön das offene Verlust gerade. Ihr werdet diesem Ort nicht entkommen. Ja, aber du wusstest bis eben nicht mal, dass ich da bin, Bursche. Also, ich weiß nicht so richtig, was ich mehr will. Mal davon abgesehen, dass er ganz schön rumnervt und... What? Er nervt ganz schön rum, wollte ich gerade sagen. Warum bin ich auf einmal tot? Schlagt euch den Bauch voll. Hä? Warum war ich denn auf einmal tot? Das verstehe ich gerade nicht. Hä? Warum war ich auf einmal tot? Ich hatte doch noch gerade gut Lebenspunkte. Hä? Weil ich da vielleicht mal ins Death Recap tun soll. Okay, gut, wir öffnen nochmal hiermit. Dann kann man zumindest sein Ed nicht rum auf den Sack gehen. Und er durfte theoretisch auch nicht zaubern. Ich glaube, ich unterschätze mal wieder mein Self-Sustain, ne? Wenn ich in irgendwelchen Scheiß drin stehe, kippe ich doch relativ schnell um. Ich glaube, ich muss seine Ads auch komplett ignorieren und lieber auf ihn ballern, ne? Weil die werfen mich maximal um und rennen hier nur rum. Ihr wollt das essen, nicht wahr? Was? Nein, ich will es nicht essen. Ich will vor allen Dingen ihn hier weiterhin, er geht ja ganz gut down, ne? Das ist ja jetzt hier nicht das... Ich glaube, mein Hatschmota wird euch in Stücke reißen. Ich glaube, mein Buffzauber ist ausgelaufen. Also hier nicht mein Buff, sondern das ist hier das magische Laterne und das andere Ding. Die eins davon macht auf jeden Fall, dass ich öfter kritte und mich mit Krits heile. Und das ist total wichtig, soweit ich mein Bild verstanden habe. Kleine Erinnerung daran, ich habe diesen Bild nicht gebaut. Ich habe nur Gegenstände gekriegt und mit den Worten, hier, mach mal, das ist voll gut. Das ist ein bisschen nervig, dass das ist. Warum muss denn das viel Drecksviechchen draufstehen? Das macht das für mich... Oh. Hat der Heiltrank gerade irgendwas geheilt? Jetzt. Das ist übrigens sehr interessant, dass Bastian eigentlich schon wieder down ist. Und das ist irgendwie so richtig klar. Anvisieren kann ich aber auch nicht. Oh, lustig sein. Oh, ich habe sogar Platz dafür. In reinen Salzwasserköder. Ja, ja, ja. Na gut, schön. Ist hier vorne noch was Schönes? So. Also außer Fallen, die mich wahrscheinlich gleich in den Kopf kürzer machen. Und zerteilte Leichen. Guck mal, hier ist noch mehr von dieser Wurzel. Aua. Aua. Die Dinger sind so langsam. Oder sind die durch was ausgelöst? Hallo? Ich werde euch rächen. Danke dafür, aber musst du nicht. Ich stehe wieder drauf. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Ich bin eine erwachsene Frau, mein lieber Bastian. Das kriege ich sehr gut alleine hin. Ich bin keine holde Maid, die gerettet werden muss. Hatte maximal dich. Um wie komische Worte zu sprechen. unabhängig davon sind hier noch mehr. Warte mal, die kann ich doch bestimmt Attentäter, oder? Ach, das mag er ja nicht. Gut, dass ich das gar nicht gemacht habe. Weil mich stört ja allein schon, dass ich die Leidensklinge überhaupt nur benutze, ne? Wobei ich mich jetzt wirklich frage, ob er jetzt ein Experte für dädrische Waffen ist. Oh, das sieht nach Fallen aus. Huh. Und wir finden. Nee. Was ist das hier für ein Wasserbecken? Ich möchte da nicht durchlaufen. Hier liegt ein Dunkelelf, soweit ich das sehen kann. Warum liegt hier ein toter Dunkelelf? Okay, das ist unten diese Anmaulkammer. Na gut, und wir finden... Hilfe! Bitte! Oh, hört ihr das? Der Baum spricht endlich deutlich. Hier drüben! Oh, wartet! Da ist jemand! Das ist ja der Wahnsinn. Hat er noch was dazu sagen? Sieht nicht allzu gut aus. Könnt ihr etwas tun? Ich habe ein paar Kräuter, aber die werden nur den Schmerz mildern. Dass hier auch niemand OP-Heilmagie bei hat, ne? Das ist wieder tragisch. Hallo, Bewenerin. Ah, auch ein Dunkelelf. Wer immer ihr auch sein mögt, bitte helft mir. Sie haben meine Familie. Okay, gut, das würde zumindest den Dunkelelfen auf dem Altar 3 Meter weiter erklären, oder? Na gut, was ist denn hier passiert? Sulxan, sie überfielen die Karawane, zu der wir gehörten, und schleppten alle hierher. Wir versuchten, ihnen zu entkommen, doch sie haben uns erwischt. Sie töteten alle, die sich wehrten, und ließen mich zurück, weil sie mich für tot hielten. Die Überlebenden schickten sie an die Arbeit. Was denn für Arbeit? Ernten, hacken, zermahlen. Eine unheilige Nessel wird zu Pulver verarbeitet, das sie dann in irgendein Gebräu mischen. Dadurch werden diese Grobiane zu Monstern. Noch größeren, als sie es ohnehin schon sind. Ich musste mit ansehen, wie sie einander zerfetzten. Ich glaube, sie haben das nicht mal gespürt. Gut für sie. Okay, wo sind die anderen Überlebenden? Im Herzen der Ruine. Dort, wo diese grässliche Ranke wächst. Sie füttern sie mit unserem Blut. Lass
lassen uns ausbluten wie die Schweine. Bitte, es dürfen nicht noch mehr von uns so enden. Ah, oh, na gut, klar, es ist ein synthetisches Kraut. Warum überrascht mich das überhaupt nicht, dass es Blut braucht? Ich werde sie finden. Das ist grauenhaft! Wir müssen etwas tun! Lebt sie noch? Vergesst mich, rettet einfach die anderen. Diese Argonia lassen sie sich zu Tode schuften. Aber sie hat vor allen Dingen so Metalldingens an den Armen. Haben die Argonia tatsächlich nennenswerte Mengen dafür, dass sie sich Handschellen leisten können? Ihr habt das auch gehört, oder? Die Sulxan ernten die Harada-Ranken nicht nur, sie bauen sie an. Das ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Warum? Sie tränken sie, lassen sie wild wuchern und die einheimischen Pflanzen ersticken. Alles nur, damit sie die Ranken für ihre widerliche Alchemie ernten können. Das wäre schon schrecklich genug. Doch diese armen Leute dienen als Arbeiter und als Dünger. Wir müssen etwas tun. Na, dann gehen wir mal zu den Gefangenen. Genau. Das hat sie gesagt, nicht wahr? Nun, wir sollten sie lieber freilassen, bevor diese Sulxan noch jemanden töten. Der Kriecher geht nirgendwo hin. Na, dann aber mal los. Ach so, das ist jetzt eine Tür. Das ist mehr gerade Rankengewirr. Naja, okay, das ist der Innenhof. Ah, noch mehr Fallen. Oh, grausige Irene an. Oh. Brand. Oh. Das ist übrigens nicht mein Gegner. Also das ist nicht das... Erinnert mich ein bisschen an die Arena des Butchers aus Diablo 3. Fuck, ja schon schade. Aber es hat nur einer, das ist immer ziemlich... Also, achso, ich sollte vielleicht nicht auf diesen Dingern... Ah, fuck. Warum muss ich denn noch beschneiden, dass es nur einer ist? Das. Gut. Dass mein Aoi hier nicht benutzt wird. Möge das Chaos sich euch greifen! Ja, ja, natürlich. Ihn auch so. Bestimmt gewiss und generell überhaupt. Ha. Halt, das war auf jeden Fall eine der interessanteren Arenen hier, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch nicht so ganz fertig werden, ne? Wenn das ist, ich meine, nur die Gefangenen sind, das offene Verlies hat er anscheinend auch noch ein paar andere Sachen zu bieten. Öffre, steh mir bei, es ist überall! Und das gilt auch für die Gefangenen. Anscheinend werden hier öfter Karawanen überfallen. Ich klettere zu den Leuten auf diesen Gestängen hoch. Ihr kümmert euch um die am Boden. Sputen wir uns! Ja, ich, okay, das ist die argonischen Behemotte sehen aber schon ziemlich beeindruckend aus. Also das ist, welcher Dedra auch immer für die Dinge hier zuständig ist, für die Radar-Ranken. Moment, ich kann auch schon wieder essen. Für die Harada-Ranken, der hat schon... Bewene, seid ihr das? Oh, ist er blind? Nee, leider nicht. Ach, das ist ein, ja, Warum ist er schlecht in dem Fall? Bei weg! Bewene hat wirklich Hilfe gefunden. Hab Dank, Fremde. Ja, folgt euren Freunden dort hinunter und hier raus. Aha. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu retten. Hier verfüttert mich nicht. Wartet. Den Göttlichen sei Dank. Ich dachte, ich würde hier sterben. Du hast Glück, dass hier so ein komischer Botaniker rumrennt, weil ich wäre hier bestimmt nicht von alleine reingelaufen. So viel steht mal fest. Es haben nur noch 3 Leute überlebt. Das ist natürlich auch ein bisschen... Oh, wer seid ihr denn? Entschuldigung. Ich habe keine Angst vor euch. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, mutig zu sein, wenn man den Tod nicht wirklich fürchtet, ne? Weil man halt eben mal wieder aufsteht. Das macht das für mich sehr schwierig, Ruhm zu erlangen, ne? Weil das wird sich ja bestimmt rumgesprochen haben, dass ich quasi nicht sterben kann in dem Sinne. Und ich meine, wo ist denn da der Mut? Ach ja. Galus, falls ihr helfen wollt, beeilt euch bitte. Okay, wer schickt Mutter euch? Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Ich komme zu euch hinunter. Ich habe euch etwas zu sagen. Er hat mir was zu sagen. Kommt jetzt die große Offenbarung, dass er doch mehr weiß über diesen Ort als gedacht. Oder dass wir die große Ranke jetzt verbrennen müssen. Ach, hier sind die anderen. Aber der Dingsbums ist trotzdem da. Ach nee, wer ist jetzt noch halb wild? Hab ich ihn auch befragt?
Okay. Na gut, dann mal lieber Ada, was denn? Das sind alle Karawanentreiber außer Bewene. Doch einer muss hier noch gerettet werden. Eventuell die Pflanze? Ich kann immer noch hören, wie der Kriecher mit diesem Baum kämpft. Und diesmal verliert der Baum. Wir werden etwas gegen die Ranken tun müssen, die seine Wurzeln würgen. Und wir müssen den Kriecher töten. Ja, okay, aber der wollte ihn doch verpflanzen. Ja, das war bevor ich ihn gesehen hatte. Die Sulxan haben ihn so sehr wuchern lassen, dass wir ihn niemals unversehrt entwurzeln können. Und wir können ihn nicht zurücklassen. Ich weiß nicht, was für ein Unkrautvernichter gegen Harada hilft. Doch nehmt einfach alles, was ich habe, und haltet ihn auf. Aha. Das Herz des Harada-Kriechers sollte eine große Knolle sein, von der Wurzeln ausgehen. Greift hinein und reißt die Samenkapsel heraus. Danach gießt ihr dieses Gift um die Wurzeln herum. Das sollte den Kriecher töten und verhindern, dass weitere keimen können. Ich hole dann bald zu euch auf. Er kommt nicht mit. Diese beiden Dunkelelfen sind Bewenes Ehemann und ihr Sohn. Sie lebte noch, als wir sie zurückließen. Doch mit ihren Verletzungen ist sie ohne Hilfe so gut wie tot. Ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Aber ich kann es versuchen. Nun, geht hier durch und rettet diesen Baum für mich. Ah ja. Bringt euch alle in Sicherheit. Wir kümmern uns um den Rest. Das ist ja viel wert. Nun gut, dann wollen wir mal den Baum retten. Das ist übrigens auch ein ganz gutes Bild hier, ne? Bis zum nächsten Mal.